Jawohl! Geil! Oh, scheiße, ist das geil! Alle gefunden! Ey, das ist so geil! Also, erstmal schöne Grüße hier aus The Witcher 2. Von mir, dem Ameisenkönig. Hier war eins. Hier war eins. Oh. Ja, lass mich mal in Ruhe. Und... Na, komm schon. Und das andere war hier. Die sind alle hier ganz nah an der Stadt dran. Also, hier war ja nur eins und dann alle drei hier, die restlichen. Super krass, ey. Also, dann können wir uns jetzt ganz gemächlich oder eigentlich komplett den Endriagen verschreiben. Jawohl. Dann nehmen wir mal irgendwelche... Warte mal, wir haben... Schwalbe haben wir? Nee, Schwalbe haben wir nicht. Schwalbe nehme ich nochmal dazu, um nochmal die Regeneration der Vitalität zu unterstützen. So. Schwalbe und Erbe sind echt eine geile Kombi, muss ich sagen. So, und dann machen wir nochmal auf unser Silberschwert. Wie hieß das nochmal? Da ist nicht das Nekrophagenöl, das Insektoidenöl drauf. Um das nochmal zu unterstützen. So, Aufwertungen, magische Kette. Nein, 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 nein. Insektoidenöl. Ödschaden gegen Insektoide und das. Ja, wird unserem Silberschwert nochmal richtig. Ach du Scheiße. Oh. Ich bewege mich nur einen Millimeter und schon werde ich erwischt. Oh, was ist das denn hier? Schon wieder eine Falle. Stehen sie wieder übrigens welche tot? Ja, die sind irgendwie egal. Wir sind direkt hier an der Mauer von Flotsam. Das ist ja so krass, dass direkt an der Mauer diese ganzen Neckar sind. Die haben sich ja ziemlich weit vorgewagt. Naja, die Nekrophagen... Ne, die Nekrophagen sage ich, meine ich nicht. Ich meine die... Die Endriagen, die dürften sich ja auch hier irgendwo rumkeuchen und fleuchen. Das Wesen. Schauen wir mal. Die dürften ja, warte mal, hier Richtung Trollgebiet sind die ja, ne? Ja. Da dürften dann die restlichen sein, oder hoffe ich mal, dass da die restlichen sind. Müssen ja uns nach den Kokons müssen wir Ausschau halten. Ja, hier ist das. Ach, hier, okay. Hier war das Neckarnest, was ich zuerst ausgeschaltet habe, okay. Dort geht's zu Bindegarn. Und hier müssten eigentlich direkt die nächsten, ja, da sehe ich schon die nächsten Kokons. So, Igni auswählen, jawohl. Geh auf, geh auf. Ihr lernt es wohl nie. Ich höre schon irgendwelche... Ah, da ist einer, okay. Ich dachte schon, wo kommt die Musik her, oder? Wieso ist die Musik da? Ja. Er hat richtig kaschiert. Das nächste Teil. Okay, hier war noch irgendwie eins. Nicht senkrecht, sondern das lag irgendwie auf dem Boden. Oder habe ich mich verguckt irgendwie gerade? So, der Endriagenkrieger können wir auch nochmal eben ausrauben. Nein, ich bin überlastet. Ach, scheiße. Das musste ja irgendwann kommen. So, wir können den tanzenden Stern nochmal hier machen. Kartätschen haben wir auch gar nicht mehr. Vier waren genau richtig. Was hat denn am meisten Gewicht? Wir gehen mal auf alles und dann sortieren wir mal nach Gewicht. Leder hat am meisten, also weil ich 28 davon habe. Kein Gornschwert. Bringt irgendwie wahrscheinlich gar nichts, ne? Ja, die schwere Lederjacke auch nichts. So. Alles klar. Oh, nochmal welche von Square Tail fertig gemacht. Seht ihr die Pfeile? Da wollte einer aber auf Nummer sicher gehen. Das waren ja 5 Pfeile oder so. Bei einem Typen. Und er ist halt viel. Hauptsache, es enttarnt sich jetzt erst. Okay. Wir haben es gemacht mit. Jürgen? Nein. Falsche Zauber. Falsche Taste, meine ich. Jawohl. Muss man richtig viel Schaden machen mit dem Öl, ey. Nein, da kommt noch ein Neckar. Wo kommt der denn her? Junge, ich hab eure Äste alle kaputt gemacht. Oh ja, der wird richtig voll gespart, ey. Alter, doch nicht ich. Jawohl. Jawohl! Das war's schon. Es gibt nur 2 Königinnen. Ja, so geil, ey. Boah, wir werden auch fast abgenippelt. Seht ihr das? Krass. Oh nein, da kommt noch einer. Schnell! Wir machen uns fertig. Der Neckar kämpft mit dem Indriagen. Ach du geile Scheiße. Mutagen für Stärke. Indriagen links. Alles klar. Sehr geil. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Ist das geil. Der Neckar dürfte uns jetzt jagen, aber ist mir egal. Boah, geil. Ich hatte das echt
Ich hatte da so derbe Probleme mit den Endriagen-Königinnen, als ich das damals irgendwie auf normal gespielt habe. Boah, was war ich denn damals für eine Lusche? Ihr müsst auch bedenken, dass ich das Spiel auf schwer spiele, ne? Nicht vergessen. Boah, geil. Ich glaube, ich spiele das mal nochmal selber durch irgendwie nochmal in einem Jahr oder sowas, wenn ich wieder Zeit habe. Und dann auf Dunkel oder auf Wahnsinn oder sowas. Das ist ja schon, ja, ich sag mal jetzt nicht leicht jetzt gerade. Ich wäre schon fast abgenippelt, aber ohne die Öle und sowas wäre ich abgenippelt mit Sicherheit. Oder die Tränke und das Öl. So, da können wir unsere Belohnung bei dem irgendwie Typen geben, abholen, der die Aufträge angehauen hat an das schwarze Brett. Da dürfte er sich irgendwo hier befinden. Und dann können wir eigentlich direkt in der nächsten Folge mit dem Kairan aufräumen. Ja, geil. Boah, geil, ey. So, wo geben wir denn die Quests ab? Die sind irgendwie hier hinterm Haus oder sowas. Ah ja, die sind alle richtig am abnippeln. Gehen wir mal hier auf nah. Nee, der ist in der Schenke. Kann das sein? Ich glaube, wir gehen mal außen rum, um mal sicher zu gehen. In der Schenke werden die... Ist der Typ, der hier irgendwie die Belohnung gibt. So, wer ist das hier? Hinter mir. Der Würzmann. Nee. Oder der ist... Och, der ist unten. Das ist ja... Nee. Ist ja so geil. Oder hier hinten? Nee, liegen nur Fleischschenkel und sowas. Alter, geh mal... Ich grüße dich. Geh mal hier weg, Alter. Da sieht man mal, wie Loredo die ganze Stadt führt. Sein Statthalter oder der halt hier die Belohnung ausgibt, der ist hier am Kämpfen, ey. Oder? Hier in der Ecke sollte einer sein. Ist aber nicht. Hä? Verstehe ich gar nicht. Ne, wir gehen nochmal in den Questlog und schauen, wer uns die Belohnung geben sollte. Nicht Kairan? Ach, der Kairan habe ich gerade ausgewählt. Ach, nee, ich wollte hier... Auftrag Neckar wollte ich auswählen, damit ich sehe... Och, ja klar, dann ist Sheila gemeint. Ach, hier hinten. Na, okay. Dann nehme ich alles zurück. Ich nehme alles zurück. Der hat doch sein eigenes Haus hier. Ja, Sheila wurde mir gerade angezeigt. Ist ja klar, dass hier oben links ist, aber... Da bin ich nicht drauf gekommen. So, ist der hier im Haus? Jawohl. Hey, die Stände sind sogar zugeklappt, wenn es Nacht ist. Das ist ja geil. Wusste ich gar nicht. So, seht ihr das mal? Cool, die sind ja sonst aufgeklappt am Tage. Geil. Nur mal so eine kleine Nebensache, die irgendwie doch interessant ist. So, das ist ja also der Statthalter oder der Untergebene von Loredo. Der hier was hat. Fiorenz ist ja ein armer Sack. Armer hart. Dem will ich mal ein bisschen hier unter die Arme greifen. Ah. Brief einstecken. Ah, wir können ja den königliche Post hier einstecken, ne? Wirf den Bericht in den Briefkasten der königlichen Post. Ah, lies alle anderen Briefe, die du in deinem Kasten findest. Genau. Wir haben erstmal alle Briefe rausgenommen und lesen mal die alle durch. Hier unter Questgegenstände dürften die sein, ne? Krankenblatt, Kranken irgendwas, bla 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 bla. Blut an Neckerkriegerin. Logbuch des Schiffs, Schlüssel des Kapitäns. Nein, nein. Doch nicht? Hä? Weil ich gehe mal auf die Quest nochmal, die wir gerade dann haben. Die Königsmörder, Prolog, wiederkehrende Erinnerungen. Tutorials? Nein, doch nicht Tutorials. Ich will hier auf das... Der hat doch hier gerade noch was angezeigt. Irgendwie durchsuche alle. Schlüssel erforderlich. Ach so, okay. Warte mal, ich glaube, ich lade nochmal neu. Wartet mal. Das ist mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisch gerade. Ich habe doch gerade... Habe ich die Briefe gerade rausgenommen? Ich muss das nochmal machen. Ich bin gerade verwirrt. So. Ah, jetzt sind wir da. Wirf den Bericht in den Briefkasten. Lies alle anderen Briefe, die du finden kannst. Ah, so. Lies alle anderen Briefe, die du in dem Kasten findest. Vergiss nicht, das kann ein weiteres Schiff stromaufwärts sein. Ah, okay, ja, das wissen wir ja, ne? Die Geschichte Markams nehmen wir mit, ja. Aber ich brauche den Schlüssel dafür. Jetzt verstehe ich das Ganze, alles klar. So, wir müssten die königliche Post nochmal so durchlesen am besten. Aber der Schlüssel fehlt uns. Der ist... Wo genau? Ich weiß es nicht. Und dann können wir uns mit den... die königliche Post können wir dann irgendwie... Nochmal überlegen, was wir damit machen, ne? Durchsuchen, ja. Aber
einstecken kann ich jetzt wieder nicht. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Och Leute, was ist das denn hier für ein Interface? Wieso wird mir angezeigt, Briefe einstecken und dann, wenn ich auf Durchsuchen klicke, kann ich es nicht mehr machen? So, Briefe einstecken mach ich mal. Der Fluss der Geheimnisse steht da. Ja, okay. Ich habe jetzt die Briefe schon mal eingesteckt. Aber die Quest heißt Fluss der Geheimnisse. Okay, alles klar. Lies alle anderen Briefe, die du in dem Kasten findest. Vergiss nicht, es kann ein weiteres Schiffswrack stromaufwärts des Pontas geben. Ich lese mal hier ganz kurz vor, was Rittersporn... Das ist ja alles aus Rittersporns Sicht geschrieben. Unser Held gelangte zu dem korrekten Schluss, dass der Kapitän einen Bericht über seine Reise hatte abliefern wollen, es ihm jedoch nicht gelungen war, das Schriftstück zu versenden. Der Hexer beschloss, dies unter Verwendung der königlichen Post zu übernehmen, die nur temerischen Beamten zur Verfügung stand. Wer besetzte das Büro in Flotsam nach des Königs Willen? Die Antwort war einfach. Geralt fand den Briefkasten der königlichen Post. Da kam ihm der Gedanke, dass sie vielleicht geheime Informationen von speziellen Boten enthielt. Loredos Briefe waren bestimmt eine interessante Lektüre. Geralt besann sich nicht lang, sondern machte sich über den Inhalt des Briefkastens her. Vor allem aber warf unser Held das Logbuch des Kapitäns der Petrasilie ein. So viel sei verraten. Es erreichte sein Ziel und löste einen riesen Sturm aus. Davon ein andermal mehr. Wir brauchen aber für die anderen Briefe, die sich dort noch befinden können, einen Schlüssel. Und den hat wahrscheinlich der Typ hier. Mal gucken, ob wir dem irgendwie abluchsen können. Claude Wichmerse. Ach, das ist die Olle von ihm. Ha. Was hat die für Träume? So. Ist das ein Briefkasten der königlichen Post? Auf deinem Schreibtisch steht ein königlicher Postkasten. Ja, die königliche Post gehört zu meinen Obliegenheiten. Kann ich kurz reinsehen? Ah ja, geil. Könnte ich mir den Inhalt ansehen? Kein Problem. Viel Spaß bei der Lektüre. Adieu. Geil, jetzt habe ich den Schlüssel bekommen. Wie geil ist das denn, ey? So. Bericht von Ludwig Merse. Ach, jetzt können wir uns seinen Bericht noch angucken. Suche eine Gelegenheit, um weiter stromaufwärts des Pontas zu reisen. Ja, wie kommen wir denn stromaufwärts des Pontas noch? Auftrag Neckar, nee. Ich will mal die Questnummer auswählen, die wir jetzt gerade haben. Der Fluss der Geheimnisse, okay. Im Briefkasten in Ludwig Merses Haus fand Geralt einen Brief an die Beamten in der Hauptstadt. Darin reagierte Merse sehr geringschätzig auf Vorwürfe, nach denen Loredo sich der Misswirtschaft, Korruption und Zusammenarbeit mit Verbrecherbanden schuldig gemacht hätte. Merse schien seine Vorgesetzten im Würsima regelrecht zu verhöhnen und dabei keinerlei Konsequenzen. Diesen Umstand fand Geralt sehr bemerkenswert. Okay. So. In Reaktion auf die Anfrage hinsichtlich der Fistech-Bande teile ich mit, dass wir in Flotsam keinerlei Spuren einer solchen Organisation finden konnten. Von Kneipenschlägereien abgesehen ist unsere Stadt frei von Verbrechen, was wir zweifelsfrei dem unermüdlichen Einsatz unseres Kommandanten Loredo zu verdanken haben. Der wischt ihm ja richtig den Arsch, ey. Die Gerüchte über den Räuberhauptmann Dimitri sind ebenfalls haltlos. Wie bereits im letzten Rapport vermeldet, wurde er für seine Verbrechen hingerichtet. Ja klar, der hatte doch einen Freibrief. Den haben wir doch aufgesammelt, verdammt nochmal. Toll. Kommandant Loredo empfiehlt dringend, den derzeitigen Informanten auszuwechseln, der offenbar lügt, dass sich die Balken biegen und den Ruf des Geheimdienstes erheblich schadet. Der Kommandant wartet ferner auf die nächste Anfrage, die dann vermutlich einen Schwarm fliegender Schweine über Flotsam betrifft. Oder vielleicht Elfen, die bis an die Mauern der Garnison vorstoßen. Meine Herren, so habt doch Erbarmen. Mögen die Götter Temerien schützen. Ludwig Merse, königlicher Burgvogt. Krasser Typ, ey. Geh nochmal mit ihm. Und was machst du hier? Ich bin der Burgvogt von Flotsam, zuständig für Verpflegung, Befestigungen und so weiter. Dann zahlst du auch die Prämie für erlegte Monster? So ist es. Du musst nur das Formblatt H12 ausfüllen und damit nach... Muss ich nicht. Ich genieße Immunität. Ah, na gut, die Aufträge hängen vor der Schenke aus. Eine erfolgreiche Jagd wünsche ich. Danke, habe ich aber schon erledigt. Warum hat Loredo auf den Kopf des Trolls einen Preis ausgesetzt? Kommandant Loredo ist nur um Flotsams Wohl zu tun. Aber der Troll kümmert sich um die Brücke. Er ist eine gefährliche Bestie. Außerdem versteuert er seine Maut nicht. Oh, so ein böser Bube. Hier, Neckar-Kadaver zum Beweis, dass ich... Mir ist klar, was es beweist, Hexer.
Die Belohnung ist dein. Sehr geil. So. Euer Problem mit dem Gewürm ist gelöst. Glaube ich dir. Aber der Kommandant? Ist der Kadaver Beweis genug? Vollkommen. Hier ist dann Geld. Jawohl! Sind alle Aufträge abgeschlossen. Damit hätten wir jetzt auch alles fertig. Nun müssen wir jetzt mal schauen, was für eine Gelegenheit im Questbuch erwähnt wird für den Fluss der Geheimnisse. Wir müssen ja irgendwie eine Gelegenheit abwarten, den Ponta-Strom aufwärts, mit dem Ponta-Strom aufwärts zu reisen. Ich glaube, wir müssen aber mit Roche dafür reden oder so. Denn wir haben ja irgendwie keine Möglichkeit, nochmal den Ort zu verlassen, oder? Können wir das irgendwie zu Fuß erreichen, das andere Schiffswrack? Stromaufwärts wäre ja... Lass mich lügen. Also hier ist das Schiffswrack gewesen, das wir schon mal aufgesammelt haben. Das müsste ja irgendwie hier sein. Nee, das ist ja unser Schiff. Hier unten oder so? Oder hier? Hier vielleicht. Müssen wir uns nochmal an... Ah, hier ist auch ein Haus. Vielleicht schauen wir uns nochmal hier um oder ich schaue mal im Internet. Mache ich mal bei solchen Sachen, wo ich dann irgendwie denke, ah. Ne? Ja, ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen The Witcher 2. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich mit Sheila das mit dem Kairan machen. Wir haben ja die Falle für den Kairan. Das ist ja so geil. Wir haben wirklich alles gut vorbereitet. Die Falle haben wir. Dann haben wir noch den Trank dafür. Der Trank Magusta schützt vor giftigem Kairam-Schleim. Übrigens, Giftresistenz plus 20.000%. Also ich glaube, ist ja wohl klar, dass wir den sehr gut gebrauchen können. Und ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Ciao.